Heute geht laut Maya-Kalender ja die Welt unter. Doch was macht man an diesem Tag bloß? Nochmal groß feiern oder lieber einen sicheren Unterschlupf suchen? Wir haben uns mal umgehört, wie die Leipziger den Weltuntergangstag verbringen. Heute verkaufe ich Handschuhe eben. Und an den Weltuntergang glaube ich nicht, so abergläubisch bin ich nicht. Ich werde weiter trinken, nehme ich mal stark an. Ja, ich werde weiter trinken, das ist mein Plan. Ich vertrinke einfach den Weltuntergang. Und es wird schon nichts passieren. Ich würde schon so viel mal, sollte so viel mal untergehen. Also ich habe da keine Sorgen drum, dass es untergeht. Muss ein bisschen Gottvertrauen haben, dann geht es auch nicht unter. Wir haben einfach einen fantastischen Tag. Wir versuchen, so viel von jedem Stand zu essen wie möglich und trinken nur noch Glühwein. Einfach ein verrückter Tag. Crazy day. Das sieht ja eher nach einer Weltuntergangsparty aus. Und für den Fall, dass doch etwas passieren sollte, haben sich die Leipziger auch schon vorbereitet. Ja, ich werde meine Kochjacken schön bügeln und damit schön geschniegelt aussehe. Und dann gucke ich mal optimistischen Weltuntergang entgegen. Im Keller verstecken und erst mal mit einem Wurst oder einem Mittwochsbrot essen und dann erst mal ruhig sitzen bleiben und abwarten. Und Tee trinken, wie man so sagt. Ja, Notfallkoffer gepackt. Leipzig ist also bereit, der Weltuntergang kann kommen. Aber wie war das eigentlich nochmal mit dem Apfelbaumpflanzen? Martin Luther hat es gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen, aber das bringt nicht viel, ne? Im Winter, der wächst sowieso nicht. Ob mit Apfelbaum oder ohne, wahrscheinlich wird sich auch morgen die Welt noch weiter drehen. Da sind sich die Leipziger ziemlich sicher.